Hi, hier ist Affinity Jack und heute zeige ich euch, wie man einen Mann den Kopf verlieren lässt. Dieses und andere Tutorials könnt ihr euch auch auf affinitytutorials.de ansehen. Für dieses Projekt brauche ich drei Bilddateien. Einmal habe ich den Hintergrund, einmal den Mann, den ich nachher enthaupten werde und noch ein Hemd zur Ersetzung. Also, die Sachen brauche ich erstmal nicht. Ich konzentriere mich erstmal nur auf den Mann, den ich im ersten Arbeitsschritt freistellen muss. Dazu markiere ich die Ebene, nehme mir den Auswahlpinsel und erstelle eine Auswahl mit dem Auswahlpinsel. Einmal ein bisschen kleiner und ziehe mir einfach jetzt hier ran und hoffe, dass er eine möglichst gute Auswahl schon von selbst findet. So. Die Auswahl kann ich, wenn nötig, jetzt noch verfeinern. Ich lasse es jetzt für dieses Tutorial so. Ansonsten müsste man sicherlich noch ein bisschen nacharbeiten. Ich möchte die Ausgabe in dem Fall als neue Ebene, weil den Hintergrund brauche ich komplett gar nicht mehr. Neue Ebene anwenden und schon habe ich eine neue Ebene und werde die jetzt umbenennen in Mann mit, weil Mann mit Kopf, nachher Mann ohne Kopf. So, den Hintergrund brauche ich jetzt nicht mehr, schalte ich ab. Jetzt sieht man also, was ich gerade ausgewählt habe. Im nächsten Schritt soll schon mal der Kopf entfernt werden. Dazu mache ich mal hiermit eine Kopie mit Command und J. Den Hintergrund brauche ich jetzt erstmal auch nicht. Und hier drauf werde ich jetzt den Kopf auswählen und entfernen. Also dazu nehme ich mir das Stiftwerkzeug und ziehe eine Auswahl entlang des Hutes und des Kragens. So, das mache ich jetzt für das Video nur mal schnell. So. Ich habe, man sieht es an den Kanten hier, eine schlechte Auflösung gewählt. Das liegt daran, ich habe hier jetzt für das Video nämlich immer die normale HD-Auflösung. Und wenn man in echt mitarbeiten würde, dann würde man natürlich die volle Auflösung nehmen. Dann hätte man es wesentlich leichter, weil man hier auch ordentliche Kanten sehen würde. Aber für das Thumbnail nehme ich immer diese normale HD-Auflösung. Das habe ich jetzt hier einfach mal so übernommen. So, ich mache das jetzt nur schnell. Das reicht schon. Hier verbinden. Jetzt klicke ich hier auf Auswahl. Jetzt wird es zu einer Auswahl. Das bedeutet, diese Fläche habe ich ausgewählt. Jetzt möchte ich genau diese Fläche ja verschwinden lassen. Deshalb werde ich die Auswahl umkehren. Und werde darauf jetzt eine Maske legen. Und damit ist der Kopf erstmal weg. Drücke ich Command und D für Deselect. Und benenne das hier schon mal um. Mann mit. Nee, jetzt ist er schon mal ohne. Sollte mir die Auswahl nicht gefallen, könnte ich sie jetzt nämlich auf der Maske verändern und verbessern. Also hier ist sie nicht ganz hundertprozentig. Da gehe ich aber nachher drauf ein. Die kann ich auch anders noch korrigieren. Also ich kümmere mich jetzt erstmal nicht mehr um die Auswahl, sondern um den nächsten Arbeitsschritt. Nämlich, jetzt fehlt ja hier was. Nämlich, hier müsste ja eigentlich logischerweise, wenn der Mann unsichtbar ist, das Hemd weitergehen. Und daher habe ich mir noch ein Bild runtergeladen, wo ein Hemd drauf ist. So, ich brauche nur dieses Weiße. Also werde ich das jetzt in die entsprechende Größe transformieren. Und es der Person anpassen. Also Hemd aktivieren. Ich gehe mal vorübergehend mit der Deckkraft so runter, sagen wir mal auf die Hälfte, damit ich überhaupt sehe, was ich hier mache. Und werde jetzt das Hemd so klein transformieren, dass es hier passt. Also, dazu muss ich erstmal die Größe ein bisschen hinkriegen. Noch ist es zu groß. Mache ich jetzt mal auch nur so in etwa. Da müsste man dann nachher ein bisschen genauer fummeln. So, und dann stimmt natürlich jetzt die Neigung nicht. Hier geht man nach außen, da kriegt man diesen gebogenen Pfeil und dann kann man es kippen und drehen. Also in dem Fall brauche ich das auch. Und so in etwa passt es schon. Der Kraft kann wieder hoch. Jetzt habe ich ja viel zu viel. Er wird auch nicht drei Hemden tragen. Ich möchte ja diesen Ausschnitt hier so reinsetzen. Also dazu könnte ich das jetzt wieder maskieren, so wie man eben sonst auch maskiert. Aber man kann sich es ein bisschen vereinfachen, denn eben
habe ich ja schon mal eine Maske erstellt. Und zwar, als ich den Kopf ja entfernt habe. Diese Maske kann ich jetzt schon mal übernehmen. Also, Command und Klick auf die Maske. Und damit wird diese alte Auswahl wieder geladen. Jetzt werde ich wieder die Auswahl umkehren, genau wie vorhin. Und werde wieder eine Maske erstellen. Muss natürlich aufpassen, dass ich hierbei auf der richtigen Ebene bin. Maske erstellen. So, jetzt habe ich im Groben das hier schon mal reingesetzt. Jetzt sind nur noch so Bereiche hier übrig. Die kann ich jetzt ganz normal korrigieren, indem ich ganz normal, wie ich sonst auch machen würde, das rausmaskiere. Also schwarzer Pinsel auf die Maske gehen und das Ganze hier rauslöschen. Kann das auch abwählen, das brauche ich ja jetzt nicht mehr. So, hier muss man jetzt ein bisschen sorgfältiger arbeiten. Ich mache also den Pinsel mal kleiner und gehe jetzt mal an diese Kante entlang. Auch das jetzt für das Video nur schnell. Würde man sonst ein bisschen ordentlicher machen. Und man muss noch, man sieht es jetzt bei dieser Nahaufnahme, noch so ein bisschen drauf achten. Durch die Auswahlumkehrung bekommt man hier so eine Pixelkante. Die ist natürlich hässlich, die will man nicht haben. Also muss man die nochmal manuell wegmachen. So, damit hat man das. Jetzt folgendes. Und zwar sieht man ja, dass die Farbe nicht passt. Das Hemd in, was ich eben gerade reingesetzt habe, hat eine vollkommen andere Farbe als das Hemd außen. Und auch der Kragen passt nicht so richtig, weil ich ja die Auswahl nicht so ganz hundertprozentig hatte. Das werde ich jetzt auch korrigieren. Also, ich gehe wieder auf das Hemd und erstelle eine Anpassungsebene, Gradationskurve. So, jetzt muss ich mir überlegen, was finde ich denn hier vor? Also, meiner Meinung nach ist hier drin mehr Blau als in diesem Bereich. Also gehe ich hier weg von Master, nehme den Blaukanal und gehe jetzt einfach ein Stück mit den Blauwerten runter. Machen wir mal so. Jetzt bin ich der Meinung, sehe ich ein bisschen zu viel Grün. Mehr Grün als hier ist. Also wähle ich mir jetzt den Grünkanal, wähle den aus und gehe auch mit den Grünwerten ein klein bisschen runter. Meiner Meinung nach passt es immer noch nicht so ganz. Also nehme ich mal den Rotwert und gehe damit jetzt so ein klein bisschen hoch. Also ich höre jetzt hier an diesem Punkt mal auf. Man sieht schon, dass man auf diese Art und Weise die Farben so verändern kann, bis sie passen. Das ist ein bisschen eine Fummelei. Ich höre jetzt hier mal auf, aber man sieht, so macht man das. So, das Ganze klippe ich jetzt aber nur auf das Hemd, weil sonst werden alle unterliegenden Ebenen genauso verändert. Jetzt habe ich nur das Hemd. Ja, ist zu viel Rot. Okay, sehe ich jetzt auch gerade. Ich mache mal weiter. Jetzt habe ich ja gesagt, man hat ja hier den dunklen, etwas schmuddeligen Hemdkragen. Geht ja gar nicht. Also korrigiere ich, indem ich die oberste Ebene nehme und darauf eine neue lege. Die nenne ich mal Hemdkragen. So, was ich damit meine. Ich kann jetzt diese Farben verändern. Ich gehe also ganz dicht dran und stelle fest, bei mir in dem Fall, weil ich ja so eine schlechte Auflösung habe, und sehe jetzt die Pixel, welche unterschiedlichen Farben die haben, dass praktisch der Rand so einen Saum hat. So, den will ich jetzt entfernen. Wie mache ich das? Also erstmal mache ich den Pinsel kleiner. Den muss ich so klein machen, dass ich auch die Pixel überhaupt auswählen kann. Also mache ich es mal so auf 2 Pixel. Und jetzt habe ich hier eine Pipette. Und jetzt suche ich mir immer aus dem Nahbereich die echte Hemdfarbe aus. Nehme ich mal die hier. Die muss ich jetzt aktivieren, nach oben holen. Man kann jetzt mit dem Pinsel einfach die entsprechenden Bereiche übermalen. Ganz vorsichtig. Wenn ich sehe, dass der Farbton sich ein bisschen ändert, so wie hier, nehme ich eben nochmal die Pipette. Muss wieder aktivieren. Und übermale weiter. So arbeite ich mich vor. Das geht eigentlich relativ schnell. Wenn man eine ordentliche Auswahl hat, geht's, also eine ordentliche Auflösung hat, geht es eigentlich auch noch leichter. So viel auf der Seite. Auf dieser Seite ist es nicht anders. Ich mache das jetzt auch nur noch mal ganz schnell. So.
Damit hat man den Hemdkragen gesäubert. Also aus der Distanz sieht man schon gar nicht mehr. Man kann hier noch, sehe ich, kann man noch weitermachen. Also nochmal die Pipette aktivieren und weitere Korrekturen vornehmen, bis man damit zufrieden ist. Also ich höre an der Stelle mal auf. Ihr habt es gesehen, wie das Prinzip wäre. Es geht jetzt schon, es ist noch nicht perfekt, aber so würde man es machen. So, als nächstes fehlt mir von dem Mantel hier hinten der Abschluss, weil ich es ja hier im Prinzip ausgeschnitten habe. Hier war ja der Hals. Da muss ich jetzt ein bisschen was zeichnen. Also ich könnte verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte auch was mit einem Klonstempel hier hin machen. Ich könnte was hier hin kopieren. Hier finde ich es jetzt gar nicht so erforderlich, weil es geht nur um einen kleinen Bereich. Hier verschwindet der Mantelkragen hinter dem Hemdkragen. Und ich denke mir jetzt die Linie so, dass er hier oben irgendwie so wieder rauskommen würde. Und da dieser Bereich sowieso dunkel ist und gar nicht jetzt irgendwie verschiedene Helligkeitsbereiche hat, kann ich den einfach einmalen. Dazu erstelle ich eine neue Ebene. Die muss ich jetzt allerdings unter das Hemd positionieren. Und diese Ebene nenne ich mal Mantel. Und werde jetzt genauso vorgehen wie eben mit der Korrektur des Hemdsaumes. Dann werde ich mir nochmal diese Hemdauswahl laden. Dazu gehe ich hier drauf, Command und Klick. Wähle jetzt mit der Pipette von diesem Kragen hier was aus. Habe hier noch einen Pinsel. Mach den ein klein bisschen größer und ziehe jetzt einfach den hier hinten so lang. Achso, vorher muss ich noch die Auswahl umkehren. Logisch. Auswahl umkehren. Und ziehe den jetzt hier hinten, Farbe muss ich auch noch aktivieren. Und ziehe den jetzt hier hinten so lang. So eine gedachte Linie. So, das würde mir ja schon reichen. Also wie gesagt, auch das würde man jetzt ein bisschen ordentlicher machen. Für das Tutorial habt ihr gesehen, was ich meine. So, damit ist dieser Bereich eigentlich schon fertig. Jetzt geht es an den Hintergrund. Der ist hier schon da. Den will ich noch ein klein bisschen mit Effekt versetzen. Und zwar hat er mir jetzt im Vergleich zum Mann zu viel Farbe. Also mache ich eine neue Anpassungsebene. Use Saturation Luminance. Und gehe mit der Sättigung ein kleines bisschen runter. Sagen wir mal so. Fertig. Und was ich noch machen möchte, ich möchte noch eine Vignette da hinzufügen. Also gehe ich hier wieder rauf. Live-Filter. Vignette. Ich mache die relativ sanft. So. Und das Letzte, was noch fehlt, ist, dass er ja einen Schattenwurf machen muss. Jetzt muss ich gucken, von wo kommt das Licht, wie macht es einen Sinn, wie sieht es irgendwie gut aus. Also das Licht kommt ja hier so ein bisschen so seitlich, wenn man sich den Mantel und so weiter anguckt. Also werde ich hier noch einen Schatten machen und ich werde innerhalb des Hemdes noch einen Schatten machen. Also fange ich mit diesem Schatten hier unten an. Dazu muss ich unterhalb des freigestellten Mannes, machen wir mal hier, setze ich eine neue Ebene, nenne ich dann eben Schatten. Schwarzen Pinsel habe ich, mache ich ein bisschen größer. Und male in diesem Bereich mal so den Winkel nach, wie in etwa der Schatten sein könnte. Darauf setze ich jetzt wieder einen Live-Filter, Gaußsche so Unschärfe, und mache das Ganze ein bisschen unscharf. Sagen wir mal so in etwa. Sieht jetzt noch nicht ganz so prickelnd aus, also gehe ich einfach runter mit der Ebenendeckkraft, bis es halbwegs passt. Sagen wir mal in etwa so. So, und das gleiche muss ich jetzt noch machen mit den Hemdkragen. Also gehe ich jetzt hier mal wieder ein Stück ran, gehe auf die Hemdebene, da drauf eine neue Ebene, gehe wieder auf die Maske, um die Auswahl zu laden, und kann jetzt mit dem Pinsel, der ist natürlich viel zu groß, den Schatten, der ja eigentlich schon da ist, einmal so kurz nachmalen, reicht schon. Gehe genauso wieder mit dem Filter, Gaußsche so Unschärfe rauf, ziehe das Ganze unscharf. Nochmal so. Das könnte man noch mit der Ebenendeckkraft spielen. In dem Fall reicht mir das. Deselect und fertig.
ist mein Projekt der enthauptete Mann oder der unsichtbare Mann oder Hollow Man oder wie auch immer. Der Agent im Schatten. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Affinity Jack.